Hallo, guten Tag. Mein Name ist Markus Richter und ich spreche in Mikrofone. Manche der Anwesenden kennen meine Stimme vielleicht. Ich moderiere das Chaos Radio ab und zu, also die monatliche Radiosendung des Chaos Computer Clubs. Und die ist ungefähr 2 Stunden lang. Da sind meistens so 2 bis 4 Hacker zu Gast und die sagen immer, das ist viel zu kurz, wir brauchen mehr Zeit, das geht alles nicht. In der logischen Konsequenz versuchen wir heute 17 Leute in einer Stunde unterzubringen. Herzlich willkommen. Warum machen wir das? Es gibt Jugendhakt. Jugendhakt ist ein Projekt, das ins Leben gerufen wurde von Mediale Pfade und der Open Knowledge Foundation Deutschland, wo es darum geht, Jugendlichen Zugang zu Hackathons eigentlich zu ermöglichen. Das ist eine Veranstaltung, die gibt es jetzt im 2. Jahr. Die gibt es in Ost, West, Süd, Nord und ich weiß gar nicht, Haupt oder Zentral oder Berlin halt. Genau, die Ostveranstaltung war in Dresden, die Westveranstaltung in Köln, die Südveranstaltung in Ulm, Norden hier in Hamburg. Und in Berlin gab es das, wie gesagt, auch schon. Bei den Regionalveranstaltungen waren 40 bis 50 Leute da, in Berlin 140. Und was da passiert, ist wirklich, dass im Prinzip so ein relativ, naja, normaler Hackathon ist. Also es gibt ein Motto und dann kommen die Leute zusammen und sollen halt irgendwas machen und lernen dann manchmal Dinge von vorn oder haben manchmal schon eine Idee, die sie umsetzen wollen. Und der Höhepunkt, der vorläufige dieses Jahr, war die Veranstaltung in Berlin, wo es zum ersten Mal noch mehr Zuschauer gab als in diesem Saal. Da war nämlich die Übertragung der Abschlusspräsentation auf Rocket Beans, da haben 4000 Leute zugeguckt. Das sind also großes Publikum gewohnt. So, und heute wollen wir euch hier die Leute vorstellen, um die es eigentlich geht. Also die Hacker, die jungen Hacker, Jugendhacker. Ich weiß gar nicht, die schreien bestimmt auf, wenn ich einen falschen Namen sage. Das wird heute hier nur so eine Art Schnelldurchlauf, Vorstellung, Diskussionsrunde. Wenn ihr euch für die einzelnen Projekte interessiert, dann könnt ihr das entweder natürlich immer machen auf der Webseite, auf jugendhack.de, oder es gibt morgen um 12.30 Uhr im Sendezentrum nochmal einen Termin. Da gibt es richtige, in Anführungszeichen, Projektvorstellungen. Heute haben wir das so gemacht, wir haben 3 große Themenblöcke gemacht, Refugees Welcome, Gesellschaft und Überwachung und Datensicherheit und dann jeweils ein paar Jungen und Jugendhacker hier eingeladen, die dann kurz mal sagen werden, was sie machen und mit denen ich ein bisschen darüber reden werde. Es gilt währenddessen immer, wir haben so 20-Minuten-Blöcke, ihr könnt, wenn ihr Fragen habt, die gerne stellen. Also gebt mir ein Zeichen, stellt euch in eines der Mikrofone und dann werde ich zwischendurch immer mal hingucken und dann können wir die auch beantworten. So, genug der Vorrede, dann kommen wir gleich zum ersten Block, Refugees Welcome. Da begrüße ich den Noah, den Finn von Moin Refugees, den Gegenkanzler von Projekt Vergessen, Entschuldigung. Sag's mal kurz ins Mikrofon. Hier rein? Ja. Ja, das ist das Projekt Fuck Borders. Ah, da kommen wir gleich noch genauer drauf zu sprechen. Dann haben wir 3 Leute von Germany Says Welcome, David, Anna und Karl, hallo. Ihr müsst auf diese Mikrofone, da muss man auf diese Taste drücken, wenn die grün leuchtet, kann man reinsprechen und dann hören euch die anderen Leute auch. Jetzt nochmal hallo. Hallo. Hi. Hey, sehr schön. Ja, Applaus! Damit müsst ihr heute auch nicht geizen, weil das quasi ist ja sozusagen nur eine kleine Präsentation und da steckt sehr, sehr, sehr viel Arbeit drin, dass ihr überhaupt hierher gekommen ist. Also wenn euch immer eine Stelle vorkommt, wo ihr denkt, das war schon ganz schön cool, gerne applaudieren. So. Ja, bitte. Wo fangen wir an? Fangen wir bei Moin Refugees an. Das hört sich nach einem Hamburger Projekt an. Das ist, glaube ich, bei Jugendhack Nord auch gewesen. Die eine Frage, die ich mich gerade gefragt habe. Junghacker oder Jugendhacker oder einfach Hacker? Wie möchtet ihr gern genannt werden? Also, ich bin eigentlich mit allem einverstanden. Ich würde es eher Hacker nennen. Aha. Aber das ist Geschmackssache. Okay, das ist ja eine der großen Fragen, müssen wir kurz klären. Also jetzt mal bitte Applaus für Hacker. Dankeschön, jetzt mal bitte Applaus für Hacker. Ja, unentschieden, jeder macht seins, würde ich sagen. So, Moin Refugees, was genau ist das? Es hat irgendwas mit Zügen zu tun. Also, wurde mir gesagt. Bin ich falsch informiert? Also ich weiß nicht, kann hier mal anfangen. Wir sind von Jugendhack Nord in Hamburg. Das war dieses Jahr eine der Lokalveranstaltungen. Und wir haben uns zusammengefunden unter dem Thema Refugees.
Da wir das verbinden wollten mit dem Hamburger Projekt, haben wir es Moin Refugees genannt. Es geht darum, dass es eine App ist, es ist eine App für das iPhone. Und die soll es quasi vereinfachen, zwischen Helfer und Flüchtlingen zu kommunizieren. Und es gibt in der App quasi am Anfang einmal die Frage, ob man Helfer ist oder Flüchtling oder einfach nur oder einfach keins von beiden, der sich nur informieren möchte. Und als Flüchtling kann man ein paar Daten von sich eintragen, alles optional natürlich, wie man heißt, wo man herkommt und vor allem, wann man wo ankommt. Und diese Infos werden dann gebündelt und im Backend gespeichert und dann im besten Falle an die Helfer geschickt, die sozusagen sich darauf vorbereiten können. Und das Ganze soll halt die Kommunikation und die Organisation vereinfachen. Geht es da um den Erstkontakt? Also wenn die quasi in der Stadt ankommen oder geht es für immer? Hauptsächlich den Erstkontakt, für längere Zeit hauptsächlich nur für die Nicht-Flüchtlinge, sage ich mal, für die, die sich einfach nur interessieren, weil es auch eine Section gibt für Nachrichten und einfach normale Infos aus den Camps, sage ich mal. Aber ansonsten ist es hauptsächlich auf den Erstkontakt ausgelegt im Moment, plus eine Spendenfunktion, die halt immer funktioniert. Spenden geht quasi immer. Sehr gut. Fuck Borders, Herr Gegenkanzler. Ist ja eine allgemeine Forderung, aber wie setzt man die in Technik um? Ja, also das Projekt ist bei Jugend Hackt eigentlich erstmal halt, da waren halt vier Leute, wir haben uns halt einfach so durch Zufall gefunden. Und dann haben wir überlegt, also irgendjemand hatte die Idee, dass man doch diese Grenzkontrollen, diese temporären Grenzkontrollen, diese zufälligen Grenzkontrollen an EU-Grenzen, dass man die doch tracken könnte mit Hilfe von Analysen aus Twitter und außerdem Eingaben von größtenteils eben linken Helfern, die dort eventuell unterwegs sind. Das hatte man ja auch schon mehrmals, dass da wohl ja schon Grenzzäune umgekippt wurden und sowas. Da dachten wir, wir könnten daraus eine Karte machen und diese Karte, die sollte eben auf OpenStreetMap basieren und dann soll da so eine Art Heatmap drüber gelegt werden, also eine Art wie bei einer Wärmebildkamera. Und da kann man dann sehen, wo vermehrt Grenzkontrollen auftreten und zusätzlich werden dann auch die normalen Grenzzäune noch eingezeichnet. Also es ist quasi nicht... es ist quasi nicht, hier ist es sicher und da nicht, sondern eher sozusagen so eine Tendenzanzeige. Genau, also es geht hier nicht um die normalen Grenzen, es geht... es ist eben eine Analyse von den Daten, die reinkommen. Also die Schwierigkeit an dem ganzen Projekt ist ja im Grunde, die Daten abzupassen, also die Daten zu bewerten. Du hast jetzt oft auch im Konjunktiv gesprochen. Ist das fertig oder ist das noch in der Umsetzung? Das ist noch in einer ganz frühen Umsetzung. Also wir arbeiten derzeit daran, dass wir so eine Technik entwickeln, wie wir diese Daten, die wir reinbekommen, auswerten. Und wir wissen aber noch nicht mal genau, wie wir die Daten reinbekommen. Also wahrscheinlich Eingabeformulare und Twitter etc. Braucht ihr Hilfe? Durchaus. Soweit ich weiß, ist das Projekt, es gibt schon so ein paar Ansätze, die sind auf GitHub. Ich habe jetzt leider nicht die Adresse. Jugendhack.de, alles Jugendhack.de. Genau, das ist irgendwo da. / Projekte, oder? Ja, irgendwo wird das bestimmt sein. Wir sind bestens vorbereitet. In irgendeiner Ecke. Ja, und dann kann man sich den Source Code angucken und Kontakt steht da bestimmt auch irgendwo drin. Das ist. das finde ich auch eine der schönen Sachen, die man bei Jugendhack gut sehen kann, dass es halt nicht darum geht, etwas zu einem Hochglanzprodukt zu machen, sondern dass es halt auch immer um den Weg geht und dass auch Scheitern gelernt wird, was ich glaube. Entschuldigung, das klingt jetzt ein bisschen doof, wenn ich das so direkt sage, fällt mir gerade auf. Was ich damit sagen will ist, es wird ein Gefühl dafür vermittelt, dass nicht immer alles glatt geht und sofort ein fertiges Produkt ist, sondern dass es einfach ein harter, steiniger Weg ist und dass es dazugehört, dass man halt Dinge nochmal probiert oder anders macht oder sowas. Etwas, wo sich vielleicht auch die großen Hacker noch ein bisschen was von abgucken können. Germany says welcome. Ja, ihr dürft gerne applaudieren.
Ja, Germany Says Welcome ist eine App und Webseite für Flüchtlinge und wir haben mit dem Projekt bei Jugendhackt West angefangen. Und ja, wir sind da so ein bisschen drauf gekommen, dass wir irgendwie Flüchtlingen helfen wollten, aber wir haben weder so viel Zeit noch so viel Geld und dann dachten wir, wir können irgendwie programmieren und daraus könnte man ja was machen. Und ja, so ist Germany Says Welcome entstanden. Wir waren auch bei Jugendhackt in Berlin und beim Refugee Hackathon und ja, jetzt sind wir hier. Ja, wir haben uns überlegt, was ist denn das größte Problem, wenn Flüchtlinge neu ankommen? Und haben mit vielen Flüchtlingen geredet und die meisten haben uns dann gesagt, dass sie von den Informationen entweder erschlagen wurden oder überhaupt gar keine Informationen erhalten haben. Also wo muss ich den Asylantrag abgeben? Wie ist das überhaupt? Was für Daten muss man da angeben? Lauter so Sachen oder auch so, wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln reist. Dann kamen wir auf die Idee, ein FAQ zu erstellen, also Frequently Asked Questions, häufig gestellte Fragen. Auch da sind dann noch ziemlich viele Informationen und deswegen, das Projekt ist dann so langsam angereift. Wie du eben sagtest, manchmal muss man auf die Schnauze fallen, um dann zu sehen, wie man es besser macht. Und haben uns dann das Konzept ausgedacht, die nicht nur in Kategorien zu unterteilen, sondern auch in Stufen. Wenn ein Flüchtling neu ankommt und gerade seinen Asylantrag einreichen will, dann interessiert den wenig, wie man eine Wohnung mietet oder wenn jemand schon den Asylantrag angenommen hat, dem angenommen wurde, dann will er nicht wissen, wie man den überhaupt einreicht. Deswegen haben wir das in drei Stufen eingeteilt. Ankommen, also Antrag abschicken. Pending, also der Antrag läuft und wartet auf Annahme. Und drittens so Eingliederung in die Gesellschaft. Außerdem haben wir in Facebook, also es gibt schon das Projekt Facebook, das haben wir integriert in unsere App. Das bietet so häufig gebrauchte Wörter wie zum Beispiel, wenn man fragen will, ob in dem Essen Schweinefleisch ist. So ganz einfache Sachen. Oder wo die nächste Bahn läuft, fährt. Außerdem haben wir eine Karte, die zu den nächsten Authorities zeigt, also zu den Ämtern, zum Beispiel, wo ist die nächste Ausländerbehörde oder wo finde ich den nächsten Freifunk-Hotspot, weil in der Keynote wurde ja dazu aufgefordert, mehr Internet den Flüchtlingen zu geben und ja, dazu wollen wir dann beitragen auch. Jetzt gleich die erste Frage ans Publikum. Habt ihr Fragen? Ich muss noch kurz ins Dunkel schauen. Nein. Hat das Internet Fragen? Nein. Dann habe ich eine Frage. Was? Wo? Okay, ich hätte das vorher erklären müssen. Also wenn ihr eine Frage habt, dann begebt euch bitte von eurem Sitz an eines der nummerierten Mikrofone. Dann kann ich nämlich die Nummer aufrufen. Und jetzt steht jemand direkt vor der Nummer und ich kann sie nicht sagen. Zwei. Ja. Bitte. Hallo. Ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich die Frage zwischendurch stellen kann. Wie geht ihr mit der Herausforderung um, dass die vielleicht nicht Deutsch sprechen? Du hattest jetzt die Facebook genannt, aber ihr werdet ja wahrscheinlich einen ganzen Haufen Sprachen vorrätig halten müssen. Wie geht ihr, die Frage geht vielleicht an alle, denn in welchen Sprachen veröffentlicht ihr eure Lösungen? Also bei Germany Says Welcome ist es so, dass wir zum einen dieses Facebook haben, das schon in, ich glaube, 23 oder 26 Sprachen übersetzt wird. Bitte direkt ins Mikrofon sprechen. Wir haben schon das, also das Facebook wird in 23 oder 26 Sprachen übersetzt. Das ist ja nicht unseres. Also Applaus für das Projekt Facebook, das wir einbinden. Und der Rest der App wird über das Land Nordrhein-Westfalen übersetzt, mit denen wir derzeit zusammenarbeiten und die App bald einsetzen wollen. Also wir haben nochmal so Sprachen gesammelt, also auf jeden Fall Deutsch, Englisch, Arabisch. Und wie viel wir sonst noch hingehen, also es ist natürlich schwer. Es gibt wahnsinnig viele Sprachen in dem Raum, wo im Moment Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und wir wollen für möglichst viele natürlich eine Übersetzung bereitstellen. Muss man mal schauen, welche genau das dann sein werden, wo wir Übersetzer über das Land bekommen, genau.
Wie ist das hier in Hamburg bei Moin Refugees? Ja, bei uns ist es so, die App ist aktuell auf Englisch, weil wir dachten, das ist das meist verbreitetste und viele Sachen funktionieren natürlich auch über Bilder, die natürlich dann keine Sprache brauchen, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn Leute es in Betracht ziehen, uns zu helfen beim Übersetzen in Sprachen, die wir wahrscheinlich eher nicht sprechen, aber wenn jemand darauf Lust hat und uns helfen könnte, wäre es natürlich cool, wenn ihr auf uns zukommen könntet. Da hilft natürlich alles. Und bei Fuck Borders? Ja, Fuck Borders ist ja eine Karte, insofern. Naja, aber irgendwie rot bedeutet... Ja, also natürlich, das meiste wird wahrscheinlich selbsterklärend sein, aber wahrscheinlich so anleitungsmäßig. Ich denke mal, da ist die sprachliche Umsetzung wohl das geringste Problem, nehme ich mal an. Was so natürlich irgendwie so eine Einführung, Anleitung wird es bestimmt auch so in diversen Sprachen geben. Work in progress. Genau, also da haben wir jetzt uns noch nicht so die Gedanken gemacht. Okay, Mikrofon Nummer 4. Ja, hallo. Meine Frage ist, dadurch, dass das alles über Apps läuft und so, inwieweit haben die Flüchtlinge überhaupt Handys, beziehungsweise habt ihr eine Rückmeldung, wie oft das genutzt werden kann und inwieweit wird es populär gemacht, dass es diese Apps gibt? Darf ich? Genau, also zwei Fragen. Die eine ist sozusagen, gibt es überhaupt die Plattform, für die ihr programmiert? Und die andere, die ich auch noch tatsächlich gehabt hätte, ist dieses, also gerade bei Moin Refugees würde mich interessieren, das müssen die Flüchtlinge ja im Prinzip schon auf dem Handy haben, bevor sie in die Stadt kommen. Wie kommt denn die Information, dass es die App gibt, überhaupt dahin? Da habt ihr eins unserer Hauptprobleme gefunden. Also die Sache war, bei JugendHack Nord gab es zwei Flüchtlinge, die auch da waren und selber was gemacht haben. Mit denen haben wir uns unterhalten und haben darüber halt ein paar Infos erhalten, dass viele Flüchtlinge natürlich ein Handy haben, von vornherein schon. Und aktuell ist unser Projekt leider nur für iOS. Wir versuchen das natürlich auf Android zu kriegen, um so viele Leute wie möglich zu erreichen. Aber es ist leider nicht nur so ein Haken, den man setzen muss. Das steht auf dem Fahrplan, sag ich mal. Aber ansonsten, es gibt die Möglichkeit, mehrere Leute einzutragen, logischerweise. Also es kann ein Handy geteilt werden. Und sobald die App im App Store ist, im Moment sind wir halt noch in der Testphase, versuchen wir es natürlich so weit wie möglich zu verbreiten, dass die Flüchtlinge wissen, dass es diese App gibt und sie die benutzen können. Ja, okay. Bei Fuck Borders stelle ich es mir noch komplizierter vor, weil die Information sozusagen noch früher an den Mann und die Frau gebracht werden muss. Also was jetzt mobile Lösungen angeht, ist, dass wir benutzen dafür Leaflet. Das ist so ein, soweit ich weiß, eine JavaScript-Lösung für OpenStreetMap. Und die ist, soweit ich weiß, recht leicht portierbar auf diverse Betriebssysteme. Und natürlich wird es das auch als Website geben. Insofern haben wir da ein recht breites Spektrum an Geräten, das wir abdecken können. Okay. Und Germany says welcome. Dann müssen wir auch schon zum Schluss kommen, weil wie gesagt, wir haben noch viel vor. Wir schaffen das leider nicht mehr, weil wir wirklich nur den 20-Minuten-Block haben. Also unsere App gibt es bisher, also wir entwickeln bisher nur für Android und für den Webbrowser. Damit können wir schon einen relativ großen Bereich abdecken. Aber unsere Projekte sind ja relativ ähnlich, Moin Refugees. Vielleicht können wir uns ja zusammentun und dann auch eine iOS-Version rausbringen. Und vielleicht noch ganz kurz zur ersten Frage, also wir haben da auch sowas wie, es gibt da so Studien, also die haben über 80% der Flüchtlinge, die hier hinkommen, haben ein Smartphone und genau, wie die App praktisch an den Mann bzw. an den Flüchtling gebracht werden soll, ist so, haben wir uns auch viele Gedanken gemacht, aber im Moment ist es halt so, dadurch, dass wir durch das Land NRW gefördert werden, wird diese App praktisch auch an Flüchtlinge verteilt. Also Flüchtlinge, die an Erstaufnahmestellen in Nordrhein-Westfalen kommen, denen wird gesagt, ja, es gibt diese App und ihr könnt euch die gerne runterladen. Also ja. So, damit sind wir auch schon am Ende des ersten Teils abgekommen. Fuck Borders, Moin Refugees und Germany Says Welcome, alles Projekte von Jugend Hackt. Vielen Dank.
So, dann bitte den Tisch verlassen und ich rufe das nächste Kapitel quasi auf zum Thema Gesellschaft. Wie gesagt, das ist heute auf der Bühne irgendwie alles sehr kurz und sehr komprimiert, aber wenn ihr mit den Leuten sprechen wollt, die sind jetzt noch hier. Es gibt eine Jugend-Hacked-Assembly, die ist gegenüber von den Chaos-Partnern, was wiederum in der Nähe des Sendezentrums ist. Da kann man die auch antreffen und ansonsten jugendhack.de/Projekte kann man alles nachschlagen. So, das nächste Kapitel. Ja, nehmt einfach Platz, am besten in der Nähe eines Mikrofons und genießt den Applaus. So, dann haben wir den Marco von EasyBay und René von? Vom Gute-Laune-Fenster. Vom Gute-Laune-Fenster, ja, da freue ich mich auch schon drauf. Dann haben wir ganz außen Lilu und dann, ich muss eure Schilder, Harpe. Und Marble von Anti-Cheat. Hans-Peter ist von, um Gottes Willen, ist alles so viel. Eventkarte, ah, da war's. Gut, fangen wir doch bei meinem Lieblingsthema an, Gaming, Anti-Cheat, Marble. Was zur Hölle? Nein, es ist an, wenn der grüne Knopf leuchtet. Jetzt. Ah, ja, Anti-Cheat, das ist ein Ansatz eben, um Cheating zu verhindern. Das ist daraus entstanden, dass eben in der Gruppe, die sich da gefunden hat, einer dabei war, der eben Cheats selber programmiert, was ich dann sehr interessant fand. Und er hat dann gesagt, er wollte mal die andere Seite der Macht ausprobieren. Und ja, wir haben uns überlegt, wie kann man eben verhindern, dass gecheatet wird, was sind die häufigsten Cheats und worauf wir dann kamen, ist, dass eben die meisten Cheats in Spielen eben über die Maus passieren. Das heißt, man hat auf dem Computer Skripte laufen, die zum Beispiel für einen zielen oder andere Dinge machen. Und somit kamen wir darauf, dass wir einfach mal noch vor dem Computer irgendwas machen müssen. Und das ist darin resultiert, dass wir eine Art Maus-Sniffer gebaut haben, der vor dem Computer Daten abgreift. Und die Idee war, dass man diese Daten, die man vor dem Computer abgreift, dann auf dem Server verifiziert und somit erkennen kann, ob eben gewisse Personen ein Cheat-Programm laufen haben auf ihrem Computer oder auch nicht. Ich habe nur eine Frage. Irgendwie muss man auch dann dafür sorgen, dass der Cheater das Anti-Cheat-Programm auf seinem Cheat-Rechner installiert, oder? Ja, an sich schon. Also es ist nichts. Es ist nichts, was sich jemand irgendwie zu Hause installieren würde. Daher, auf die Idee kam dann auch. Und daher ist es eher etwas, was dann auf Events zum Einsatz käme. Also es gibt ja große, also E-Sport-Events, wo es dann auch um relativ große Preisgelder mittlerweile geht. Und wenn der Veranstalter sagt, wir wollen eben garantieren, dass hier nicht geschummelt wird, dann wird eben Hardware gestellt. An die Hardware kann man das dann anschließen und dann dort eben nutzen. Okay, klingt interessant. EasyBay soll so eine Art große Internet-Auktionsplattform für alle sein. Worum genau geht's? Erstmal, ich war bei Jugendhackt Ost, also in Dresden. Dort war ich in dem Themenbereich Zukunftsstadt, also wie kann man die Stadt in der Zukunft verbessern. Und da sind wir halt bei dem Thema gewesen, dass es relativ viel Müll gibt, teilweise auch Müll, den man noch wiederverwenden kann. Und somit sind wir darauf gekommen, dass eBay Kleinanzeigen eigentlich ganz schön ist, aber immer das Problem ist, dass man zu anderen Leuten fahren muss. Und somit haben wir einfach gedacht, dass wir eBay Kleinanzeigen sozusagen in ein Lagerhaus verlagern, dass Leute dort Sachen hinbringen können und Sachen abholen können. Das Ganze haben wir dann so umgesetzt, dass über eine Internetseite, ähnlich eBay, man seine Sachen eintragen und auch wieder mitnehmen kann sozusagen. Und das Lagersystem sozusagen über QR-Codes regeln. Da haben wir sogar geschafft, mit einem Raspberry Pi einen QR-Code-Scanner zu bauen, der das Ganze umsetzt. Ja. Das heißt, ich könnte theoretisch den ganzen Kram, den ich zu Hause nie benutze, in dieses Lager schaffen, auf die Plattform einstellen und dann muss ich ihn nie wieder sehen? Genau. Ist das ein theoretisches Konzept oder ist das auch praktisch probiert worden? Momentan ist es nur theoretisch, weil einfach die Ressourcen fehlen, Aha. In dem Fall das Lagerhaus. Ansonsten wäre es möglich. Also wenn ihr ein Lagerhaus in Dresden habt, da wird noch eins gesucht. Lilo hat was mit Bäumen und jugendlichen Internet wegnehmen gemacht. Warum?
Naja, also wir hatten halt das Problem, dass wir zum Beispiel, also ich glaube, jeder kennt das, wenn man irgendwie mal unterwegs ist und dann noch eine Mail checken muss oder noch Hausaufgaben machen muss oder irgendwas in der Art machen muss und man dann aber seine Flatrate schon aufgebraucht hat oder nicht mehr genug Datenvolumen hat oder irgendwas in der Richtung. Dann haben wir uns halt überlegt, dass es viel zu wenige offene WLAN-Spots gibt, die man halt in der Stadt nutzen kann. Und da jetzt aber wahrscheinlich auch niemand einfach so jetzt den Strom und so für die ganzen Router bereitstellen würde, haben wir uns dann überlegt, dass man die ja vielleicht auf Bäume montieren kann, dann ein Fahrrad daneben stellen kann, wo man dann... der dann mit einem Dynamo Strom erzeugt, um den WLAN-Router zu betreiben. Und damit der Baum nicht abstirbt, das wäre ja ziemlich doof, wenn der WLAN-Router da oben steht und der Baum eigentlich tot ist, haben wir uns dann halt überlegt, dass über eine Pumpe auch Wasser zum Baum gepumpt wird und ein Wasserstandssensor prüft, wie viel Wasser da ist. Und wenn genug Strom und genug Wasser da ist, bekommt man WLAN. Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Klimakatastrophe durch internetsüchtige Jugendliche verhindert. habt ihr das auch mal richtig aufgebaut? Wir haben ein kleines Modell gebaut, weil man natürlich jetzt nicht einfach einen WLAN-Router nehmen kann und einen Baum machen kann und dann sagt, so, jetzt holen wir noch mal schnell von zu Hause ein schönes Fahrrad und dann bauen wir das mal in echt nach. Aber wir haben halt ein Modell gebaut, das auch funktioniert. Aber hättet ihr Interesse, das mal in echt zu bauen? Ja, aber da fehlen uns halt die Ressourcen. Welche Stadt? Berlin. Also Berlin, wenn ihr einen Baum, einen WLAN-Router, ein Fahrrad und die Bauteile habt, es gibt Leute, die damit gute Verwendung haben können. So, René, du hast auch eines der grundlegenden Probleme der Menschheit zu klären versucht. Ja, genau. Ich war ebenfalls wie Marco in dem Diskussionsbereich Zukunftsstadt und wir haben uns überlegt, was wird denn immer wichtiger für die Stadt der Zukunft? Und wir sind zum Schluss gekommen, dass unter anderem Informationen auch eine sehr große Rolle spielen. Zum Beispiel, dass jetzt Nahverkehrsdaten von dem Berliner Nahverkehr in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden oder die Bahn mittlerweile auch schon Daten zur Verfügung stellt. Und wir haben dann irgendwie eine Plattform gesucht, das Ganze irgendwie noch möglichst interessant, sage ich mal, darzustellen. Und so sind wir dann auf das Gute-Laune-Fenster gekommen. Was dann auch solche Informationen eben darstellen soll. Was dann solche Informationen darstellen soll, wodurch eine negative Stimmung verhindert werden soll, zum Beispiel, dass man zu spät auf der Arbeit ist, zum Beispiel. Und das Ganze wird nochmal verstärkt durch Katzenbilder, dann in diesem Fall extrem. Genau. Aber wo soll das Fenster sozusagen, soll anstelle von so Werbetafeln in der Stadt aufgebaut werden? Oder ist das das, was ich zu Hause habe, wenn ich in die triste gegenüberliegende Wand gucke? Genau, also wir stellen uns das eher so vor, dass man das quasi bei sich zu Hause hat, so zum Beispiel im Badezimmer, dass man den Spiegel dann durch einen halbdurchsichtigen Spiegel ersetzt mit einem Display dahinter, was den Vorteil hat, dass der Inhalt quasi durch den Spiegel hindurch sichtbar wird. Es gibt da ein Projekt, das heißt Magic Mirror von einem niederländischen Blogger, Programmierer und dass man dann auf diese Art quasi die Informationen vermittelt bekommt, dann bei sich zu Hause aber. Okay, ihr bräuchtet als Ressourcen, um das mal richtig zu bauen, anscheinend 30 Magic Mirrors? Wie bitte? Ich habe die ganze Frage ganz nicht ganz verstanden. Als Ressourcen, um das sozusagen mal zum Ende zu bauen, bräuchtet ihr dann also 30 dieser Magic Mirrors? Nein, nur eins. Also eins im Badezimmer. Eins reicht. Oder zum Beispiel eins im Schlafzimmer noch, je nachdem, wo man sowas gerne hat. Aber habt ihr das schon mal in Hardware umgesetzt tatsächlich? Nein, noch nicht. Ein anderes Team bei Jugendhack hat das in Hardware umgesetzt. Aber so wollten wir erstmal die Software quasi dafür fertigstellen. Alles klar. Fragen kommen wir gleich zu. Es gibt noch ein letztes Projekt und das ist die Eventkarte. Genau. Und zwar bei großen Veranstaltungen wie beispielsweise Jugendhack oder auch bei diesem Kongress hier, kommen Leute aus diversen Regionen an einem einzigen Punkt zusammen und ab einer gewissen Größe doppeln sich natürlich auch die Wege, die diese Leute dann benutzen. Also kann es gut mal vorkommen, dass zwei Leute, die hier zum Kongress wollen, im gleichen Zugabteil sitzen, vielleicht sogar nebeneinander, aber sie wissen jetzt gar nichts davon. Und
Da sitzt man dann stundenlang nebeneinander und langweilt sich im Prinzip. Und wir haben uns überlegt, es wäre doch eigentlich eine praktische Sache, wenn man da vorher schon wüsste, mit wem reist man denn so zusammen. Und dann kann man sich mit denen zusammensetzen, mit ihnen unterhalten, schon mal gemeinsam auf das Projekt freuen. Und dafür haben wir eine Karte geschrieben, wo man seine Route eben eintragen kann. Und dann bekommt man die Routen von den anderen Leuten eingetragen, kann die kontaktieren und sich so zu Gruppen zusammenfinden. Gibt es... Ich stelle jetzt noch eine Frage, dann dürft ihr gerne wieder. Gibt es das in echt? Also wir haben das als Library geschrieben, die man auf GitHub runterladen kann oder sich da eben anschauen kann. Und die Idee war, dass das jeder Veranstalter selbst auf seiner eigenen Homepage einbindet. Das heißt, dass wir nicht einen zentralen Server haben, wo das alles draufläuft, sondern dass ja der Hersteller das selber machen kann und dann halt auch nach seinen Bedürfnissen anpassen, was das Layout angeht oder so. Und warum gibt es das nicht für den Chaos Communication Kongress? Das ist nicht meine Schuld. Okay, so, liebes Publikum, das sind die 6 Projekte, 5. Gibt es Fragen? Da geht jemand. Hat das Internet eine Frage? Die Frage ist, was wurde aus dem Anti-Cheat? Wurde es getestet? Also was ist der aktuelle Status? Ist es im Einsatz? Was war das Fazit? Also wir haben es an sich auf dem Hackathon getestet und ja, Leute, die eben gerne spielen, hatten dazu gemeint, dass es jetzt keinen wirklichen, also keinen merkbaren Nachteil gibt in der Maus, eben Maus-Action, sage ich mal. Aber auf großen Events haben wir es noch nicht getestet, das wäre auch mal so ein nächster Schritt, jedoch haben wir uns leider nicht mehr zusammengefunden. Aber eben die Software ist da, die Hardware ist recht schnell aufzubauen, man braucht eben nur einen Raspberry Pi und einen Arduino und ein paar Kabel und dann ist eben zusammengesteckt. Ja, an sich ist das Projekt leider danach nicht sehr viel weiterentwickelt worden. Danke. Woran liegt es? Also war das Interesse dann weg oder ist es eher so, dass man sich auf so einem Jugendhackt-Event einmal trifft und macht dann das und dann hat man aber danach andere Dinge zu tun? Also einmal fehlt an einigen Stellen die Zeit, dann wird man noch gerne mal weit auseinander und dann muss man immer reisen. Interesse wäre an sich noch da, aber das Problem ist, dass man noch andere Prioritäten eben im Leben außerhalb vom Chaos und... Es gibt andere Prioritäten außerhalb? Leider ja, das ist so schlimm. Aber wie ist das? Man arbeitet ja so ein Wochenende zusammen und dann bleibt so ein Ding halt halb liegen oder sagen, meinetwegen auch fertig, aber es wird halt nicht benutzt. Was nimmt man denn trotzdem daraus mit? Oder würdest du nie wieder auf einen Jugendhackt gehen? An sich schon. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Naja, man arbeitet 2 Tage an so einem Projekt und steckt da viel Zeug rein. Und das Projekt selber findet dann aber nicht statt, weil keine Zeit oder halt die Ressourcen fehlen oder sowas. Was ist dann trotzdem der Gewinn, den man daraus mitnimmt, dass man das gemacht hat? Also der Gewinn ist, dass man eben schon mal sieht, also wir haben ein Proof of Concept, das kann man beim nächsten Mal, wenn man möchte, eben weiterentwickeln. Man hat also schon mal so eine kleine Starthilfe, wenn man daran weiterarbeiten möchte. Und an sich, ja, man hat eben dieses hier, wie heißt es, Philosophy-Gefühl. Also wenn man Fehler gemacht hat, dann hat man daraus gelernt. Und ja. Okay. Wie war es bei der Eventkarte? Ist ja auch sozusagen, es ist jetzt fertig, theoretisch könnte es benutzt werden. Was ist da der aktuelle Stand? Es gibt noch so ein paar Probleme, unter anderem deshalb, weil die Stadterkennung noch nicht so gut funktioniert, wie sie theoretisch sollte. Also die Idee war, dass man dann einfach eine Stadt eingibt. Da haben wir jetzt schon eine Idee, wie man das machen könnte, aber hatten halt einfach noch keine Zeit. Also die Entwicklung läuft tatsächlich weiter. Also wir sprechen uns ab und machen weiter. Wie organisiert ihr das? Macht ihr das online oder trefft ihr euch dann zu Mini-Hackathons? Also relativ viel. Na doch, eigentlich treffen wir uns schon. Okay, wie ist es bei TreeFi? Wird das noch weiter verfolgt? Oder was ist daraus mitgenommen worden? Naja, also wir waren halt auch schon, also wir kannten uns auch schon vorher, wir sind halt zusammen dahin gegangen
Und wir machen halt im Moment nicht dran weiter, weil wir eigentlich fertig sind mit dem Modell, aber wir können es halt nicht in echt sozusagen umsetzen, weil wir halt einfach nicht die nötigen Materialien haben. Und macht ihr dann stattdessen irgendwie andere Dinge oder bleibt dann das liegen und man wartet jetzt einfach, bis mal das Material an den Start kommt? Naja, wir machen halt sonst was in unserer Freizeit zusammen, aber nichts jetzt halt zu dem Projekt noch. Naja. Was in der Freizeit machen, like chillen oder sozusagen schon auch andere Projekte? Naja. Also der Hintergrund der Frage ist sozusagen, dieses Jugendhackding stachelt das dann so an, dass man denkt, okay, selbst wenn wir dieses Projekt nicht weitermachen, machen wir trotzdem andere Dinge in diesem Bereich? Bei dem Projekt ist das jetzt halt nicht so. Aber ich hatte ja auch noch ein anderes Projekt mitgemacht bei dem anderen Jugendhackt. Und da machen wir halt auch im Moment noch weiter. Ah ja, welches ist das? Sag es ganz kurz. Scan es einfach. Sag noch ganz kurz, was es war. Also man hat quasi eine App, die scannt einen Barcode und dann setzt es die schwierige Zutatenliste in einfachere Wörter um. Diese Limonade ist voller Zucker. Ja, genau. kann man die irgendwo benutzen? Was? Kann man die irgendwo benutzen? Gibt es die live? Also es gibt schon eine Website, aber die meisten Produkte sind noch nicht eingescannt. Wird es dann so ein Community-Ding, dass halt quasi man kann hingehen und sagen, also es gibt, das Problem ist halt, dass wir noch die Übersetzung an der Übersetzung arbeiten müssen und es sind halt auch noch nicht alle Projekte in der nicht alle Produkte in der Datenbank, die wir benutzen. Aber man kann da halt auch ganz einfach Produkte einstellen. Okay, da bin ich sehr gespannt. So, schauen wir nochmal nach links. Wie ist es mit dem EasyBay oder anderen Dingen? Naja, also macht ihr daran jetzt noch was? Also wartet ihr jetzt auf die Lagerhalle oder nutzt ihr die Ideen, die ihr damit hattet, dass ihr irgendwie andere Projekte umsetzen könnt? Weil ich versuche die Frage nochmal anders zu formulieren. Arbeitet ihr gerade weiter in EasyBay? Momentan nicht. Arbeitet ihr an anderen Dingen, die im weitesten Sinne mit Programmieren und Hacken zu tun haben? Ja, aber jetzt eher nicht so in der Gruppe. Das ist, die Gruppe war, glaube ich, größtenteils aus Sachsen, aber halt wirklich komplett über ganz Sachsen ausgebreitet. Mhm. Ich direkt aus Dresden und ja, es ist halt ein Problem mit dem örtlichen Sehen. Schreiben manchmal, aber... Ich wollte gerade fragen, fällt das dann ganz komplett auseinander oder ist es so, dass man wenigstens, okay, wenn ich, keine Ahnung, ich kenne jetzt den und den und wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Problem habe, kann ich den fragen oder sowas. Sowas, so losen Kontakt gibt es schon noch. Genau. Okay. Halt nur virtuell. Ist das denn echt? Oh mein Gott. Wie ist es beim Gute-Laune-Fenster? Ja, das Gute-Laune-Fenster wird so aktuell nicht mehr fortbetrieben. Das wird jetzt wahrscheinlich mehr so Richtung Frontend für eine Hausautomatisierung weiter fortgeführt werden. Was man so macht halt. Ja, genau, was man so macht. Aber wir sind aktuell noch in einer ganz groben Planungsphase, so was man implementieren könnte für Funktionen und ja, aber also so in diesem Zustand nicht mehr, aber halt in einem anderen Zustand fortgeführt auf jeden Fall. Alles klar. So, letzte Gelegenheit zu fragen. Internet? Nein. Dann Jugendhackteilnehmer aus der Kategorie Gesellschaft, vielen Dank und halt, halt, halt. Was war? War noch, wo denn? Da. Oh Gott, die Mikrofone habe ich nicht gesehen. Jetzt aber schnell, die 5. Ich wollte nur kurz anmerken, dass es an der HAW Hamburg ein Living Place gibt, wo man da gibt es auch so einen Spiegel, wo so Informationen angezeigt werden können. Und wenn du da irgendwie Kontakte, ich könnte als Kontaktmann irgendwie dir vielleicht helfen. In welcher Reihe sitzt du? 23 hier rechts. Reihe 23. Du gehst, René, du gehst gleich mal zu Reihe 23. Umgehend. Sehr gut. Ansonsten vielen Dank an Mikrofon Nummer 5 in Reihe 23. Vielen Dank an die Teilnehmer von Jugendhack in der Kategorie Gesellschaft. Okay, das war Jugendhack. Wollte ich noch anmerken zur Eventkarte.
fangen wir bei Jan Ole an, der mitgearbeitet hat an einem Privacy Patch. Das ist, ihr kennt ja alle beim Laptop, wo Leute sich die Kamera. Wo ist eigentlich mein Kameraaufkleber? Wer war das? Und es gibt Leute, die machen das jetzt auch fürs Handy, nämlich zum Beispiel das Team von Jan Ole. Erklär mal bitte. Ja, genau. Also wir hatten eben gesehen, dass bei Jugendhackt viele Leute ihre Kamera auf dem Laptop abgeklebt haben. Wir haben uns dann überlegt, wieso gibt es so etwas nicht fürs Handy oder wieso machen das nicht so viele auf dem Handy? Und das ist einfach, weil es komplizierter oder eben weil es einfach nicht so praktisch ist, weil man die ja doch sehr oft braucht, haben uns überlegt, dass wir eben eine Handyhülle entwickeln, die die Kamera verdeckt und dann eben kurzzeitig, wenn man die Kamera braucht, eben wieder freigibt. Und das haben wir dann eben hardware-seitig gelöst, indem man einmal, dass die Kamera von LEDs geblendet wird und einmal durch ein LCD-Display, was eben, wenn es leuchtet, auch die Kamera blendet und wenn es eben aus ist, dann nicht mehr da ist. Okay. Dann Nina von How2PGP, das ist ja also sagen eine der ungeklärten Probleme der Menschheit. Es gibt theoretisch eine Verschlüsselsoftware, aber die benutzt keiner. Also mit keiner meine ich vielleicht alle, die hier im Raum sind, aber sonst niemand. Wie genau wolltet ihr das erklären? Ja, also wir sind ein Projekt aus dem Süden, also von Jugendhack Süd. Und wir haben uns halt unter dem Thema Überwachung zusammengefunden und wollten irgendwie was tun, um eben die Benutzung von Verschlüsselung zu verbessern, weiter zu verbreiten. Aber die Verschlüsselung an sich wollten wir jetzt nicht anfassen, weil da hätten wir wahrscheinlich mehr kaputt gemacht als irgendwie geholfen. Und dann haben wir gedacht, ja, dann versuchen wir es halt mal mit dem Erklären. Und da gibt es ja schon jede Menge Tutorials oder sowas online, die auch echt gut sind, also viele. Und wir haben uns dann aber noch ein bisschen anderes Konzept überlegt, sodass wir erstmal ein paar Fragen stellen, zum Beispiel, welches Betriebssystem man benutzt und vor allem so eine Art Schwierigkeitslevel oder da gibt es eben so die Option, ja, ich stehe mit Computern auf Kriegsfuß, ich muss es ein bisschen genauer erklärt haben, aber vielleicht die Technik interessiert mich jetzt gar nicht so doll oder ich will es jetzt einfach ganz schnell und das muss möglichst bald fertig sein oder ich will es wirklich verstehen und vielleicht auch ein bisschen Hintergrundinformationen. Und da haben wir eben eine Webseite geschrieben, die dann aus verschiedenen Textbausteinen für die entsprechende Person so die perfekte Anleitung dann zusammenstellt und anzeigt. Und die gibt es jetzt auch. Ja, die Webseite ist tatsächlich online. Was war denn das? How2PGP.jugendhack.de/projekte. Also es ist so how2pgp.jugendhack.de, glaube ich. Und aber es gibt es online. Es ist tatsächlich online und es fehlen noch Teile. Also wir haben es gleich mal auf Deutsch und Englisch gemacht und das ist natürlich viel Text zu schreiben. Für einige Sachen ist es fertig, für andere Sachen könnte man noch mehr schreiben, wenn da jemand helfen will, gerne. Ich wollte gerade fragen, das wollt ihr nicht selber machen, ihr nehmt auch Hilfe an. Es wollt ihr nicht selber machen, ihr nehmt auch Hilfe an. Wenn jemand helfen will, gerne, ist auf GitHub, kann jeder beitragen. So, und dann gibt es aber tatsächlich auch Leute, die wollen die Krypto selber mal anfassen. Lukas zum Beispiel. Ja. Wir haben uns beschäftigt mit Ricochet, was ja schon ein existierendes Protokoll für anonymisierte und möglichst off the record, nicht mehr nachweisbare Verschlüsselung zwischen zwei Personen ist. Und da gibt es bis jetzt eine sozusagen Referenzimplementation, das ist halt eine schöne Applikation, die GUI implementiert, um es zu bedienen und auch das Protokoll. Und zum einen hatten wir ein paar Probleme damit. Zum einen war es eben ein monolithisches Programm, in dem nicht klar nicht besonders krass die GUI und die Implementation des Protokolls getrennt waren, sodass es halt zum Beispiel nicht einfach wirklich gewesen wäre, ein alternatives Frontend zu schreiben oder mal einen Bot zu schreiben, wie man das wahrscheinlich die meisten Leute, die programmiert haben, schon mal für IRC gemacht haben. Und darum hatten wir die Idee, dass wir eine Library schreiben, die wir dann auch begonnen haben, in Haskell zu implementieren.
Und nebenbei war unser Ziel auch, dass wir es so möglichst modular machen, dass wir auch neue Sachen für das Protokoll ausprobieren können, wie zum Beispiel Gruppenchat, was es bis jetzt noch nicht gibt. Okay, mal eben eine Crypto-Library neu programmieren. Max versucht, auf Großveranstaltungen Menschenmengen zu vermessen. Wie geht das? Mit Magie. Oh, Magie. Nein, wir wollten eigentlich, wie machen wir das, das sagt, Creepy Doll nachbauen. Nur uns wurde dann abgeraten davon, weil uns das alle ins Verderben juristisch hätte geschmissen. Dann dachten wir, wenn wir schon nicht die Leute komplett ausscheuchen, dann wollen wir sie wenigstens lokalisieren. Und dann haben wir das halt über WLAN gemacht, weil wir hatten halt Raspberries rumfliegen und erstmal war es halt so ein rein technischer Ansatz, um zu gucken, wie viel man machen kann, was da möglich ist. Und dann hatten wir halt erstmal geguckt, wie wir das machen. Da hatten wir eine Infrastruktur gebaut, also wir brauchen mindestens 3, damit das mathematisch halbwegs Sinn ergibt. Dann hatten wir ein Backend gebraucht und dann hatten wir halt das halt ganz schön technisch gemacht. Das wurde natürlich dann in einem Jugendhack nicht fertig. Und dann hatten wir es aber jetzt nach 2 Jugendhackt hatten wir es jetzt zum Laufen bekommen. Ja, und jetzt sind wir gerade dabei, dass wir auch halbwegs sinnvolle Ergebnisse daraus bekommen, wo wir gerade dabei sind, dass uns zu hoffen, dass uns dann die neuronalen Netze erretten werden. Ja. Auch nicht unspannend. So, dann letztes Projekt für heute ist die Neuland-Euphonie von Jeremy und Jakob. Was macht das? Ja, Neuland-Euphonie ist quasi praktisch gewordene Überwachung. Man lässt sie komplett weg und zensiert gleich. Und dieses Projekt, das ist als Proxy in Python implementiert, der Webseiten, die man über diesen Proxy ansurft, so verändert, auf eine eher humoristische Weise, dass man aber letztendlich nicht mehr frei zugänglich darauf zugreifen kann. Das soll ein Bewusstsein schaffen, dass das, was zumindest in den größten Teilen der westlichen Welt als Privileg existiert, dass man freien Zugriff auf das Internet hat. Und das ist unser Projekt. Das ist eigentlich sehr einfach, aber wirksam, würde ich behaupten. So, dann ist das wieder die Stelle, wo ich auch ans Publikum abgeben wollen würde, wenn es denn Fragen hätte. Ich beobachte genau alle Mikrofone. Das Internet? Das Internet hat eine Frage. Frage zum Privacy Patch. Welche Stromquelle wird für die LEDs verwendet? Der eigene Handy-Akku? Oder wo kommt der Strom dafür her? Ja, wir hatten das über OTG gelöst. Also das Handy muss den USB-OTG-Standard unterstützen. Und dann können wir über die USB-Schnittstelle den Strom abzapfen, sage ich mal. Ist es denn eigentlich nicht, wenn ich mir so vorstelle, man hat dann so ein Ding am Handy dran, was nochmal eigene Elektronik beherbergt, ist es nicht viel zu dick, also um praktisch anwendbar zu sein? Es war erstmal so ein Prototyp, der war auch relativ dick. Aber ich kann mir vorstellen, dass man es noch eben besser oder kleiner eben noch bauen kann. Und da baut ihr noch dran oder das dürfen jetzt andere machen? Leider gerade nicht mehr. Also, ja. Okay. Ich würde gerne nochmal zu dem Querschläger fragen und da hätte ich gerne mal so Handzeichen aus dem Publikum. Wer von euch weiß oder wusste, bevor er hier in diesen Saal gekommen ist, was Ricochet ist? 1, 2, 3, naja, eine Handvoll. Wer von euch kann Haskell programmieren? Das sind auch nicht mehr. Also würde Lukas wirklich gerne noch wissen wollen, wie kommt man denn auf die Idee, eine Krypto-Library selber implementieren zu wollen? Weil, also gerade wenn man hier vom Kongress ist sozusagen, wenn jemand sagt, ja, ich programmiere jetzt die Krypto mal selber, dann sagen alle so, nee, da verbrennt man sich am allerallerschönsten, am allermeisten die Finger. Ja, wir haben auch keine Krypto implementiert. Sondern? Wir haben ein Protokoll implementiert, das eigentlich nur bereits existierende Kryptographie, die ja anerkannt ist, weiter benutzt. Also zum Beispiel eben was Tor verwendet, vor allem für Hidden Services und eben auch halt alles, was man so außenrum braucht für Signieren und so, das kommt eigentlich hauptsächlich aus
bereits etablierten Sachen. Und natürlich ist Ricochet auch nichts, wo man sagen würde, jetzt schon, das kann man verwenden, das ist gut, sondern das ist eben auch mehr oder weniger ein Alpha und Proof of Concept. Und es wird die Zeit zeigen, ob das auch ein guter Ansatz ist, natürlich. Aber das hört sich so an, okay, wir gehen nicht an die Krypto selber, deswegen kann man auch gar nichts kaputt machen. Kann man jetzt, also. Doch, natürlich. Das Protokoll könnte natürlich auch angreifbar sein oder Hidden Services haben wir auch, sind ja auch nicht ganz frei von Problemen. Okay, habt ihr schon mal jemand anders drauf gucken lassen, also außer ihr selbst? Wie bitte? Hat da schon mal jemand anders drauf geguckt auf euren Code, außer ihr selbst? Ja, vereinzelt, aber natürlich jetzt nicht in einem seriösen großen Stil. Und ich meine, unser Code ist auch noch nicht fertig. Also wir haben noch nicht das gesamte Protokoll natürlich implementiert. Aber ist der Open Source? Ja. Also wenn mal jemand Code Review in Haskell machen will, dann bitteschön. Dann haben wir an Mikrofon Nummer 3 eine Frage. Ja, hallo. Ich hatte eine Frage an Max, glaube ich, ganz rechts. Ja. Ich habe dein ganzes Projekt nicht verstanden. Du machst irgendwas mit Raspis und Wi-Fi und Überwachung, aber was machst du eigentlich? Also zählst du MAC-Adressen, guckst du, wie viele Leute vorbeikommen, was machst du da? Nein, also Handys sind permanent dabei, Probe-Requests rauszuschicken, weil die ja WLAN wollen. Denn Mobilfunk frisst Energie und das ist doof und ist auch langsam meistens und deshalb will ein Handy eigentlich immer im WLAN hängen. Und wie finde ich WLAN? Indem ich sage, hallo, ist hier ein WLAN. Das sind die Probe-Requests, wenn man sich da mit dem Protokoll auskennt. Und die fangen wir ab. Und wir haben es geschafft, die Pakete denen einen Identifier zu geben, so eine Art Hash-Wert. Und damit können wir sagen, okay, die drei Pakete, die wir an den verschiedenen Orten abgefangen haben, die haben eine Quelle. Und dann können wir sagen, je nachdem, wie stark die sind, wo das herkommt. Und wenn wir das anwenden, könnten wir halt zum Beispiel, wenn wir jetzt da, da und da irgendwie so ein Ding hinstellen mit einer Antenne, könnten wir ganz schnell sagen, wie ist denn hier die Sitzverteilung im Saal oder von wo kommen die Leute hin. Oder bei einer Veranstaltung könnte man auch schnell erkennen, wenn sich irgendwo Sachen aufstauen, wenn sich da Dichteveränderungen gibt. Und damit und Big Data Analysis in der Cloud. Bingo! Lösen wir dann alle Probleme der Menschheit. Thank you. Sehr schön. Neuland-Euphonie, habt ihr, wenn ihr diesen Proxy-Server quasi dann Webseiten verändert, habt ihr es mal ausprobiert an jemanden, der nicht genau wusste, was ihm da passiert und was habt ihr womit ersetzt? Bisher haben wir das nicht ausprobiert an Leuten, die nicht wussten, was passiert. Es ist auch recht offensichtlich, die Änderungen werden je nach Einstellung blau hervorgehoben und es sind nur noch Katzenbilder an der Website zu sehen. Das fällt schon auf. Aber jeder kann das gerne selber ausprobieren. Man findet es auf GitHub, das läuft sogar, ist fertig, soweit. Ist relativ langsam leider. Wer da Ideen hat, wie man das beschleunigen kann, kann sich gerne an uns wenden und uns Tipps geben. Ja, probiert es aus, schaut es euch an. Alles klar, vielen Dank. Und dann letzte Frage noch an PGP Howto. Habt ihr das mal an Leuten ausprobiert, die wirklich noch gar keine Ahnung haben und sind die bis zum Ende gekommen? Ausprobiert haben wir das jetzt nicht, aber das Projekt ist sozusagen dadurch entstanden, dass ich kurz oder ein bisschen davor meiner Mutter erklärt habe, wie man PGP benutzt oder bei ihr habe ich es halt einfach selber eingerichtet und sie hat es dann auch gut benutzt, hat alles funktioniert, aber sie wollte natürlich auch sie hatte dann eben auch das Problem, dass sie zwar mit mir kommunizieren konnte, aber mit niemand anderem, so wie das ungefähr jedem geht mit PGP und dann hieß es, ja, kannst du das eben mal meinen ganzen Freunden erklären und das war mir dann doch zu viel Arbeit. Und so, das war eigentlich so, wo die Idee herkam und also daran haben wir uns dann so ein bisschen orientiert, so wie müsste ich es jetzt erklären, damit es meine Mutter versteht, wie müsste ich es erklären, damit jemand versteht, der so von hier kommt oder keine Ahnung. Okay, also probiert das gerne alle mal aus, dieses PGP How-To. Ich finde es schon sehr interessant. So, damit kommen wir auch hier zum Schluss, wenn es keine Fragen mehr ist. Es gibt keine Fragen mehr. Dann vielen Dank auch an die Jugendhack-Teilnehmer aus dem Bereich Überwachung und Datensicherheit. Dankeschön, das ist nochmal euer Applaus.
Ihr dürft gehen. Ich muss nach euch, kommt noch jemand. Ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. Einen habe ich noch. genau, Jugendhakt ist ja wie gesagt ein Projekt von der Open Knowledge Foundation Deutschland und Mediale Pfade. Und davon ist jetzt der Daniel Seitz hier. Wo hat er sich eigentlich versteckt? Da. Und will euch noch ein paar Sachen zu den nächsten Schritten sagen. Vielen Dank. Genau, der Applaus stellvertretend auch an meine großartigen Kolleginnen Paula, die da drüben steht, und Maria. Genau, ich darf euch noch einen kurzen Überblick geben, was wir so vorhaben. Markus hat ja schon berichtet, seit 2013 haben wir gestartet. Inzwischen haben wir 7 Events an verschiedensten Orten gemacht. Und überlegen natürlich immer, wie könnte das Programm weiter sich entwickeln, gemeinsam mit den Jugendlichen, gemeinsam mit den vielen Mentorinnen, die uns unterstützen. Und in 2016 steht jetzt erstmal an, dasselbe, was wir jetzt schon tun, nochmal zu tun, also wieder 4 Regionalevents zu organisieren und eben das Main Event in Berlin. Das ist noch nicht so wahnsinnig viel. Also wir decken natürlich damit bei weitem nicht den Bedarf ab, der da ist. Also das ist ein großes Thema für uns, was wir immer wieder feststellen. Man hat es hier ja auch so ein bisschen rausgehört. Das ist ja auch nicht so neu bei Hackathons, dass man das Problem hat der Weiterentwicklung. Also häufig werden Projekte angestoßen, aber wie es dann weitergeht, ist immer die Frage. Und da ist schon die Schnittstelle häufig dann eben doch der persönliche Kontakt und dass man Anlässe schafft, um an den Sachen weiterzuentwickeln. Da suchen wir gerade ganz stark danach, wie können wir mehr Events, wie können wir mehr Undock-Orte für Jugendliche anbieten. Also wenn ihr da Ideen habt oder auch über eure Hackspaces nachdenkt und die vielleicht für Jugendliche zu öffnen, explizit Angebote zu machen, dann gibt es da mit Sicherheit großen Bedarf und viele Menschen, die euch das sehr danken würden. Genau, also wir werden unsere 5 Events wieder machen. Wir arbeiten an der Internationalisierung von dem Programm, weil jetzt so eine rein deutschsprachige Sicht auf das Thema macht natürlich erstmal keinen Sinn. So funktioniert das ganze Spiel nicht. Deswegen sind wir dann mit verschiedenen Partnern im Gespräch. Ähnliche Jugendhackathons eben genau mit unserem Ansatz auch quasi Code und Ethik miteinander zu verbinden, auch im nächsten Jahr dann mit internationalen Partnern zu machen. Dann wollen wir so ein Anfängerprogramm initiieren. Also im Moment richten wir uns ja an programmierbegeisterte Jugendliche, sagen wir. Wir wollen uns nicht so sehr an der Leistung messen. Also wir fragen nicht ab, was könnt ihr, sondern es geht einfach darum, dass die Jugendlichen, die zu uns kommen, schon ein bisschen was mitbringen an Fähigkeiten. Ansonsten funktioniert ein Hackathon einfach nicht so gut. Und jetzt ist eben die Frage, wie könnte ein Programm für Einsteiger aussehen? Also es gibt ganz viele Coding-Initiativen, wo jugendlichen Kindern beigebracht wird, wie Coden funktionieren kann. Wir würden es halt gerne mit unserer Brille nochmal ergänzen um den Aspekt, wie kann man auch schon frühzeitig so die Dimensionen des Codens und des Hackens vermitteln? Also mit all den ethisch-moralischen Fragestellungen, die da dahinter hängen. So, das gibt es aus unserer Sicht noch nicht. Wer da Ideen hat oder das gerne mitentwickeln will, sind wir sehr offen dafür. Und was uns seit am Beginn beschäftigt, ist Mädchen für das Thema zu begeistern. Wir haben immer so ungefähr 20% Mädchen auf den Events, was für die Art des Events nicht schlecht ist, aber natürlich bei weitem nicht die Gesellschaft abbildet. Das heißt, nach wie vor ist natürlich unser Ziel, 50% Mädchen auf den Events zu haben. Dem werden wir... Genau, und da versuchen wir nächstes Jahr auch nochmal stärker alle Akteure, die in dem Feld unterwegs sind, die sich mit Girls in Tech beschäftigen, nochmal zusammenzubringen und mal zu gucken, was gibt es denn an Erfahrung. Ich glaube, wir haben relativ viel davon umgesetzt, was so jetzt bekannt ist, auch an Forschung und so weiter, aber gleichzeitig ist es nicht so, dass das Thema sich positiv verändert. So. Genau. Ich muss aufhören. An der Stelle erstmal vielen Dank an das Programmteam für diesen tollen Space hier. Für uns ist es großartig, so präsent auch nochmal zu sein und mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen. Das führte zum Beispiel zum Angebot, Lilo, wir müssen gleich noch sprechen, von der Tagungsstätte, die meinte, hey, Treefy könnten wir bei uns in der Bildungsstätte umsetzen. Also es bringt auf jeden Fall immer was hier zu sein und wir würden gern mit allen, die jetzt nochmal Interesse haben, mit uns ins Gespräch zu kommen, morgen um 14 Uhr an der Jugendhackt-Assembly ein Meetup machen, um da einfach nochmal alle Fragen, die ihr so habt, beantworten zu können.
Alles klar, vielen Dank. So, jetzt noch ganz kurz. Es gibt sozusagen immer, es geht ja immer um konkrete Handlungsanweisungen, was ihr konkret machen könnt, wenn euch das Projekt gefällt. Wenn ihr Jugendliche kennt, wo ihr denkt, okay, die brauchen dringend Gesellschaft von Gleichgesinnten, dann organisiert irgendwie, dass sie zu diesem Projekt kommen können. Und dieser Kongress ist voller Hacker. Diese Hackathons von Jugendhakt sind darauf angewiesen, dass da Mentoren mitmachen, die Jugendlichen betreuen. Das war in Berlin zum Beispiel viel vom Club auch. Also wenn ihr Leute kennt oder wenn ihr selber denkt, okay, ich finde das Projekt cool, ich will es irgendwie unterstützen und ich habe selber ein bisschen Skills im Programmieren, dann macht da mit. Das war Jugendhakt 2015. Vielen Dank und schönen Kongress noch. Tschüss.